Ja. New Gate Code 776. Sehr schön. So, aber ich könnte, glaube ich, noch eine Etage höher gehen. Was steht hier? Management of... Na gut. Achso, naja, gut. Ich glaube, viel weiter höher geht es dann doch nicht. Schade, schade. Ich glaube, ich habe gerade mehr Leute umgebracht als in meinem gesamten anderen... Also, Serien-Playthrough. Emily Caldwin. Da-da-da-da. Ding. Fünfzehntausend Coins, Ghastly Murders. Ja, das haben wir ja schon hier hinter uns. Pistol Bullets, Granaten. So sneaky wie ich bin, kann ich die Granaten bestimmt noch gut brauchen. Okay, ich habe jetzt die Codes. Die Frage ist, kann ich jetzt eigentlich hier überall rumlaufen oder sind noch Gegner übrig? Ich würde ja fast vermuten, dass ich alle ausgerottet habe. Clockwork Soldier Basics. To all personnel. After last week's disaster, Grand Inventor Kirin Jindosh. Die Informationen zu diesen mechanischen Soldaten. Die Soldaten sind von Wooden Plates, mit Wooden Plates geschützt. Wenn die weg sind, kann man denen tatsächlich Damage zufügen. Wenn die kopflos sind, dann greifen sie alle an. Oh. Die können sowohl nach vorne als auch nach hinten schauen. Und die können neu verdrahtet werden mit dem Tool hier. Oh, meins, meins. Ne, triggern will ich das nicht. Da 80 Meter. Moment, da 61 Meter. Ah. Adamire Solution. Schauen wir uns doch mal an, was hier ist. In dem Gebäude ist noch was drin. Oh, hier sind Bloodflies wieder. Wie komme ich denn da? Ach, hier. In der Etage über mir. Rewire Tool. High Pylons Watchtowers. Okay. Okay, okay. Oh, ich dachte, das wäre ein Blueprint. Ist hier noch irgendwas? Oh! Über mir sind Gegner. Vielleicht sollte ich ein bisschen. Bisschen schleichen. Ups, nein. Oh, ich sehe überhaupt nichts, aber. Ich sehe auch nichts Wertvolles hinten.
Okay. Wollen wir mal schauen, ob ich die drei hier ausschalten kann. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, aber... Vielleicht fällt mir... Okay, hier komme ich nicht rein. Bauernscham ist ja bestimmt auch hier drin, ne? Da hinten drin. Vielleicht kann ich, wenn ich eine Etage höher gehe. Komme ich hier rum, ohne dass die mich sehen auf den anderen Balkon? Killed the thieving couple and their brats. It's Bella's favorite gardener. Poor Bella said the back patio looked like one failing slaughterhouses in Dunwall. What's going on here? Someone! No, no, no! Leave me alone! What's happening now? Okay. Der ruft jetzt die Wachen vermutlich. Was soll's? Ich bin einfach unfähig. Ich sollte es einsehen. Okay. Hier müsste jetzt irgendwo... Da. Die Rune sein. Ist irgendwas, was ich klauen kann? Nein. Hier ist auch nichts. Das kann ich jetzt aufmachen. Ja. Hätte mir auch nichts gebracht. So, jetzt muss ich in das Gebäude da drüben gehen. Ist das der Dude, der weggelaufen ist? Bomb. Loot. Ups. So, bringen wir dich mal in eine schöne dunkle Ecke. Hier. Da bist du gut aufgehoben. Lecker. Okay. In dem Gebäude war noch was drin. Oh, Blattfleiß. Feuer, Feuer, Feuer. Ups, bin hier schon. Easy as pie. Mein Bone Charm. Stone Breath. Ich würde mir sowieso... Ach. Achso, ich dachte gerade, ich könnte noch einen ausrüsten. Ich habe Combustion bekommen. Grenades inflict more damage. Und ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich bekommen habe. Was ist das hier? Blood Sacrifice? Ach, ich weiß es schon nicht mehr. Okay. Können jetzt nochmal kurz gucken, ob hier noch wertvolle Gegenstände irgendwo zu finden sind. Oh ne, hier gibt es auch nicht viel zu tun. Machen. So. Das hier. Kann ich irgendwas machen? Nee.
Telescope. Und hier haben wir nichts mehr, ne? Nee. Bin ich hier? Ah, okay. Jetzt bin ich hier bei dem Wachhaus. Ah, da. Hier muss ich wahrscheinlich den Code irgendwo eingeben. Duke Essential Gate Codes. I know the discipline has gone to shit over the last few years, and especially this year. Gate Codes, bla bla bla. Okay, im Prinzip merkt euch die Codes, schreibt sie nicht auf und reißt euch am Riemen. So, too long, didn't read. Gebe ich die Codes jetzt ein? Hätte jetzt gedacht, hier irgendwo. Ah, da! 776. Bum, bum, bum. So. Clockwork Mansion. Wollen wir mal Sokolov befreien hier, ne? So. Au! Holy moly! Das tat weh! Ich wollte nur ein bisschen den Ausblick genießen hier. So in die Bucht rausschauen. Wolken sind komisch. Irgendwie so ganz schön harte Linie hier. Hm. Brauche viel zu viel Mana-Tränke irgendwie. Ja, vielleicht sollte ich wieder ein bisschen sneaky unterwegs sein. The mansion has a strange beauty to it. Maybe I'll find a way to end this without killing Kieran Jindosh. Wollen wir mal schauen, ne, ob der es verdient zu leben. Finde ich hier Sachen? Anscheinend nicht. Das ist strange. Ah, okay, nee. Es wird ein anderes Gebiet geben. Deswegen finde ich da nichts. Ich würde ja mal vermuten, dass das kein angenehmer Zeitgenosse ist, dieser Jindosh. Kirin. Ups. Press any key. All right, I need to eliminate Jindosh and find Anton Sokolov. Warte, das ist neutral? Neutrales Gebiet? Stand da eben. Aber ich kann mich doch bestimmt hier nicht nach Belieben bewegen. Welcome to my home, stranger. The door is always open to those with the will to pass the threshold. If you're here by appointment, then proceed and bide your time. Otherwise, I'd be remiss if I didn't inform you about the defensive mechanisms employed here, which are quite formidable. Many have entered without invitation, for reasons as myriad as the fish in the ocean. But of those who've dared to explore further, very few have found their way back out. Okay, deswegen neutral. Da hat erstmal nichts gegen mich. Typewriter. So. Ich glaube ja irgendwie, dass das nicht schön wird hier. Ein Bogen? Nee.
Ein Schwert ist das. Ein Armschwert der Soldaten, glaube ich. Das Configuration Level. Das hat bestimmt irgendwas hiermit zu tun. Who would build something like this? And why? Someone's activated one of the mechanisms in my house. Janosch. My home is always open. Hi. One of my great curiosities, seeing how the common mind navigates these shifting rooms. I'm Kirin Jindosh. But you must know that. Before you stands an invention that will endure beyond my time. The Jindosh Clockwork Soldier. Hi. Oil tanks are spread across the frame and hidden behind protective amber wood panels. Visual awareness in the front and back. Auditory detection in case the head unit sustains catastrophic damage. My greatest creation. I invite you to continue, stranger. Just come up the stairs. Meet with me face to face in the upper hall. Holy moly. Greift er mich jetzt an, wenn ich mich hier bewege? Ei. Oh Gott. Oh Gott. Peek, 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 peekaboo. Formally, but you're not a salon fencer. There's a good back alley in your movements. All that, and you raucht seine Hand. Eyes, your imperial majesty. Welcome, Lady Emily Caldwin. Impressive, Jindosh. Then you must also know why I'm here. I'd assume my involvement with the Duke brought you to my door. Or maybe you're after washed up Anton Sokolov. Comfortably residing in the assessment chamber. Either way, come find me and take whatever it is you seek. But if you fall, I'll have your body carried to my lab for dissection and study. Until either comes to pass, your secret is safe with me. I'll see you soon, Jindosh. Until then. Clapper soldiers! There's an interloper in my home. Temperature back to normal. Waking up. Fuck. The team should be unauthorized a young woman. Armed. Combat protocol. Kann nirgendwo hin entkommen. Electrostatic discharge. Stand clear. Shit, 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 shit. Dann mein. Okay, shut it down. Oh! Fuck my life. Okay, Holzdinger zerstören. Oh. Okay, wenn ich die Arme zerstöre, dann sind sie zerstört.
somehow I got out of that alive. Back, okay. Jeder dieser Soldaten droppt anscheinend eine Plakette. Ich habe keine Ahnung, was wir mit denen anfangen können. Vielleicht kann man die verkaufen. Display. Ah, ne. Looten kann ich hier anscheinend nichts. Blub, 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 blub. Okay, hier ist irgendein roter Streifen, der darauf hindeutet, dass... genau. Nee, ich glaube, hier will ich nicht näher rangehen. Okay. Nee, ich glaube, ich habe keine andere Wahl, als da ranzugehen. Tja, bis man anfangen muss, das alles nachzuölen. Da Spaß auf. Da unten ist ein Soldat mit vier Armen. Naja, der hat... Ach, ich wollte mich gerade hinter den teleportieren, aber der hat ja vier Dingenskirchen. Vier Arme. Quatsch, vier Arme. Was damit zu tun? Der kann vorne und hinten schauen. Das ist das Problem. Okay, überleg mal, wie macht man das am gescheitesten? Die Stun-Mine hat ihn kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Das war jetzt nicht... Ups, nicht sonderlich erfolgreich, würde ich mal behaupten. Vielleicht das hier. Hallo? Okay, da war ich bei der zweiten Explosion ein bisschen zu nah dran. Habe ich selber Damage genommen. Oh, 5-5 habe ich von beiden noch. Wollen wir mal schauen, ob ich hier irgendwas Wertvolles finde. Sieht nicht so aus. Gehe ich nochmal kurz oben lang. Naja. Hier ist nichts. So, was haben wir hier noch? Auch nicht sehr viel. Ah, nee. Da. So, warte mal. Ich kann doch jetzt hier was Cooles machen, oder? Was? Ich habe das Falsche ausgerüstet. Nein. Ich wollte mal dieses Decelerate, also das Abbremsen im Springen, ausprobieren. Super. Tolle Verschwendung. Zeitung interessiert mich nicht. Okay, da ist... Oh, da sind aber auch Menschen. It'll wake up on its own if a fight breaks out. They're blind, but they can still hear. Creepy to know they might be listening to us. Can they understand what we're saying? No. No more than an audiograph machine can. Instruction to staff, to my privileged staff. Mr. Headress, Mrs. Vivian will be visiting Pitch's Path Clockwork soldiers. Let's not vaporize our guests. Okay.
Okay. Ein Businessman. Achso, ja genau. Die Basics haben wir ja schon mal gelesen. Oh Gott, ich glaube, ich komme hier lang. Scheiße. What? The window. Maybe the wind or something. Weil die hat gemerkt, dass die Tür offen ist. Dreh dich um, dreh dich um. Jemand anders kommt da jetzt aber hin. Ne? Okay. Gute Frage, nächste Frage. Okay. Natürlich. Was steht hier oben? Danke, danke. No wooden shoes permitted on the premises. No exceptions. Spare my nurse. Okay. Der Weg. Was war das? Holy shit. Geht mit dem ab. Wait, I'll have a look over there. My life. Fuck my life. Wieso? Schlaft euch mal aus, ihr beiden. So, habe ich eine Möglichkeit, diesen Duter zu disablen jetzt? Ich kann den rewiren, oder? Invert Faction. Achso, ja, genau, zwei Rewire Tools. Frage ist, ob ich das noch brauche. Ja, kann ich aber auch nicht beantworten, so wirklich. Hi. Playback for combat what? Protocols. Hello. Playback for execution of foe. Und das hier. Ah, the space behind the walls. So, habe ich eigentlich schon mal geguckt, ob ich hier Sachen finde? Oh, verdammt, habe ich schon Sachen übersehen? No. Ich hab nicht drauf geachtet. Also da ist was ganz in der Nähe. Tolle Notiz dann. Das sind Debug-Anweisungen irgendwie. Ist meiner? Der hier gerade so ein bisschen vernichtet? Glaub schon. Interesting.